Nun haltet inne und seid bereit, denn jetzt ist für den Trinkspruch Zeit. Nun lasst sie alle leben. Hoch, hoch, hoch. Klinikum Augsburg haben wir heute im Westanbau das Richtfest feiern dürfen und für mich ist dabei immer ganz wichtig, dass das Gebäude jetzt Gestalt annimmt und das ist ein Gebäude, wofür die Menschen auch in der Region da sein sollen. Das muss man sich mal vorstellen, medizinische Maximalversorgung auf Dauer für die Zukunft mit bester Ausstattung und besten Rahmenbedingungen und dazu trägt auch dieses Gebäude bei. Wenn wir Universitätsklinik werden, wenn wir hier Studenten haben werden, wenn hier Forschung und Lehre stattfinden wird, dann erwarten wir natürlich, dass sich die medizinische Versorgung noch mal ein Stück weit verbessern wird. Für uns bedeutet das jetzt, dass es mit dem Rohbau fertig ist und dass der Innenausbau losgeht. Also jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Ich bin Augsburger, ja. Und für unsere Region ist es ein absoluter Glückstreffer, das Ganze. Und ich denke mal, dass es unsere Stadt total nach vorne bringt. Also ich freue mich, wirklich. Wir sind im Klinikum in Augsburg und machen das Einweihungsfest für den Anbau West. Das ist ein super Mitarbeiterfest vom Klinikum, muss man sagen. Das passt von der Stimmung und die Leute haben es sich alle verdient. Wirklich super verdient. Ja, es ist fantastisch, die Mitarbeiterin in einer ganz anderen Atmosphäre zu sehen. Alle Kollegen sind dabei. Ich freue mich richtig. Sehr schönes Essen schmeckt, Getränke sind vorhanden. Super! Auch die ausgelassene Stimmung hier. Die Leute tanzen vorne und haben überhaupt keine Berührungsängste. Mir macht es Spaß, wenn ich mir überlege, das letzte war 2008, erinnere ich mich noch sehr gut daran und ich habe mir erst gestern Bilder davon angeschaut und bin mal alt ist geworden, der Wolfgang Angerer, ja. Stationen essen und auch für Nachtdienst, weil wir ja so sozial sind. Es ist schön hier zu arbeiten, auch wenn man nicht auf dem Mitarbeiterfest sein kann, aber einer muss ja dann doch hier sein. Es war ein super Fest. Es war alles so, wie es hätte sein sollen. Es war gelungen. Ich habe drei Wünsche, wenn ich hier stehe. Diese Intensivstation einmal in Betrieb zu nehmen, das ist eine extreme Herausforderung. Und ich wünsche mir, dass sie gelingen wird. Das ist das eine. Und ich wünsche mir, dass wir manchmal innehalten und uns noch mal bewusst machen, wir haben eine Berufung und die wollen wir hier verwirklichen und umsetzen. Und das Dritte gilt natürlich unseren Patienten, die wir hier alle behandeln werden, dass wir sie auch erfolgreich behandeln können.